Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Thrones and Liberty. Wir haben ein neues Update reinbekommen ins Spiel und das hat ein paar sehr, sehr coole Neuerungen reingebracht. Vor allen Dingen Neuerungen, die dafür sorgen, dass ihr jetzt tatsächlich eine reelle Chance auf heftigen Loot habt, tatsächlich. Also natürlich ist alles immer noch random as fuck, aber es gibt jetzt auch einige Sachen, die ihr einfach durch Farming bekommen könnt, egal wie viel Glück ihr habt, und das finde ich echt ganz cool. Da wurden nämlich einige Sachen eingeführt. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal durch alles durch, schauen uns alles an und ich sage euch meine Meinung dazu. In den Co-op Dungeons gibt es jetzt den Zufallsmodus. Das ist echt cool, weil dieser Zufallsmodus euch noch hier so eine Kiste gibt. Und in der Kiste, da kommen wir auch direkt zum ersten, kann einerseits eine Essenz sein, da komme ich gleich zu, aber auch eine weitere Kiste. Und in dieser weiteren Kiste gibt es dann die Auswahl zwischen allen Münzen. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel einen Lieblingsdungeon habt, wie bei mir zum Beispiel Insel der Tyrannen, weil ich da aktuell den Two-Black-Stab sammle, dann könnt ihr jedes Mal, wenn ihr durch Zufall diesen Insel der Tyrannen-Dungeon macht, zusätzlich euch eine Münze aussuchen von einem der anderen Dungeons. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel so wie ich den Shaikal nie lauft, weil der einfach viel zu schwer ist, dann könnt ihr jetzt immer wieder durch den Zufallsdungeon euch eine Münze aussuchen. Und ihr seht, nur durch das Aussuchen habe ich jetzt schon 15 Shaikal-Münzen. Ist also super für alle Leute da draußen, die viel zocken und viele Koop-Dungeons machen. Macht jetzt auf jeden Fall, das ist auch Pflicht, ihr müsst jetzt immer Zufall machen, um euch diese Box zu holen. Weil nicht nur diese coole einzelne Scherbe Münze dabei rauskommt, sondern auch diese Münze hier. Und das ist eigentlich das Krasseste überhaupt. Dimensionale Essenzerlösung, das müsst ihr euch holen. Die Chance liegt vermutlich irgendwo bei 3% aus so einer Kiste. Genau weiß man das natürlich nicht. Ich würde mal sagen 3%. Ich war schon übelst lucky und habe schon eine bekommen. Und mit einer könnt ihr sogar schon was machen. Mit einer Marke könnt ihr euch hier diese edle, epische Auswahltruhe holen. Dort gibt es ein Bernsteinband und ein Saphirband. Das würde ich euch tatsächlich nicht raten. Ich würde euch raten, holt euch entweder diese Kiste hier. Dort gibt es nämlich den heftigen Scheiß, wie ihr da links sehen könnt. Phantomwolf-Tunika ist ein Weltboss-Drop oder sehr, sehr selten in Koop-Dungeons. Oder ihr könnt die Dimensions-, diese Erlösungsmarken auch dafür nutzen, ein bestimmtes Item direkt zu bauen. Das heißt, wenn ich jetzt zwei habe, würde ich mir hier diesen Two-Black-Stab holen und könnte den sofort craften. Ist also eine super Sache, um entweder die Waffe aus dem Dungeon zu bekommen. Sagen wir mal, ihr versucht den Two-Black-Stab schon Ewigkeiten zu bekommen und ihr kriegt den einfach nicht. Ihr trefft diese 5%-Chance nicht. Dann kann es sein, dass ihr einfach zwei dieser Erlösungsmarken bekommt, egal aus welchem Dungeon, und damit dann euch die Waffe bauen könnt, die ihr gerne wollt aus den Dungeons. Und ich hatte euch ja auch schon in einem meiner letzten Videos den Erzboss gezeigt. Es gibt ja jetzt zwei Erzbosse, immer samstags und mittwochs gibt es einen Erzboss abends um 19 Uhr. Und dieser Erzboss gibt den heftigsten Loot, den es im Spiel gibt. Die stärksten Waffen mit Abstand. Eine davon seht ihr hier, Königin Belandias Schwarmstab. Und es ist tatsächlich so, dass ihr den auch craften könnt mit Königin Belandias Seelenfragment. Dieses Seelenfragment kriegt ihr random, wenn ihr den Boss besiegt. Ist super selten und kostet aktuell im Auktionshaus 300 Lucent das Stück. Das heißt, theoretisch, wenn ihr die Knete habt, könnt ihr auch einfach 180 von diesen Fragmenten kaufen im Auktionshaus und euch dann diesen Stab oder welche Waffe auch immer selber craften. Aber ist auf jeden Fall sehr cool, dass man nicht nur auf das Glück aus oder nur vom Glück abhängig ist, diese Waffe überhaupt irgendwann mal beim Erzboss zu finden, sondern man kann die auch bauen. Ist natürlich ultra teuer und niemand von euch wird jemals genug Fragmente farmen, um diese Waffe zu bekommen, weil diese Fragmente gibt es jetzt nicht nur bei Erzbossen, auch bei verschiedenen anderen Aktionen, wie zum Beispiel beim Angeln, habe ich mir sagen lassen, habe ich selber noch nicht gefunden. Aber das ist auf jeden Fall eine sehr coole Sache. Außerdem gibt es jetzt bei den Welt- und Erzbossen auch mehr Porter. Das bedeutet, dass sich die Menschenmenge, die Leute, die auf dem Server sind, auf mehr Portale verteilt und das erhöht dann ein wenig mehr die Wahrscheinlichkeit, ein lila Item zu bekommen und halt auch eine Truhe, weil nicht nur von dem Erzboss gibt es diese Fragmente, sondern es gibt jetzt bei Weltenbossen zusätzlich auch die Chance, eine Truhe zu bekommen. Die Chance soll wohl irgendwo bei 0,3%
liegen. Könnt ihr euch selber ausrechnen, wie viele Bosse ihr dafür machen müsst, überhaupt irgendwann mal so eine Truhe zu bekommen. Aber ist auf jeden Fall jetzt alles ein ganz kleines bisschen besser geworden. Mehr Portale heißt eine kleine erhöhte Chance bei den lila Items per se, eine Chance, eine Truhe zu bekommen, Fragmente, die man auch im Auktionshaus kaufen kann, beziehungsweise die man finden kann, um sich die Erzboss-Waffen zu craften und auch noch die Erlösermarken, womit ihr euch aus den Koop-Dungeons die Items einfach bauen könnt aus einer Auswahltruhe, wo es kein Randomness gibt. Finde ich auf jeden Fall alles sehr, sehr coole Änderungen, die zwar nur eine Kleinigkeit hinzugeben, ein bisschen weniger RNG, aber auf jeden Fall der richtige Weg in die richtige Richtung ist. Ich denke mal, dass da in Zukunft auf jeden Fall noch das ein oder andere kommt. Ist auf jeden Fall ein sehr cooles Zeichen an die Europäer, weil ich bin die ganze Zeit davon ausgegangen, das Spiel ist jetzt schon ein Jahr in Korea raus, wieso sollten jetzt nochmal was am Looting ändern, weil das jetzt schon so lange besteht. Aber finde ich sehr cool, dass wir anscheinend so einen großen Einfluss haben, dass hier Dinge abgeändert wurden. Finde ich sehr cool. Diesen Sonntag um 12 Uhr machen wir die Gildenbosse. Wenn ihr mal live dabei sein wollt, dann checkt doch einfach mal Twitch ab. Dann wird unsere Gilde wieder die Gildenbosse besiegen. Wir wissen noch nicht welche. Das machen wir so ein bisschen nach Lust und Laune. Wer noch eine Gilde sucht, aktuell haben wir wieder ein paar Plätzchen frei. Wer also da gerne dazukommen möchte, einfach mal anfragen. Aber auch schnell sein. Und diesen Sonntag um 12 Uhr werden dann wieder Gildenbosse gemacht. Wenn ihr nichts zu Thrones and Liberty verpassen wollt, da werden ja einige geile Sachen kommen in nächster Zeit. Level 55, Tier 2 Dungeon und so weiter, dann auf jeden Fall ein Follow auf den Kanal lassen und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mal ein Like da lasst. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein!